Wenn man gerade vom Rentner reden. Also, Casey, AMG. Wie AMG? Was für AMG? Ja, wir haben ja gerade von Rentnerautos gesprochen. Ah. Dann können wir uns ja auch direkt mal ein Taxi bestellen. Ja, okay. Also du kennst den Kollegen auch persönlich, ne? Genau, das ist ein Real-Life-Kollege, beziehungsweise der kleine Bruder von meinem besten Kollegen. Ja. Ich würde ihn nicht fahren. Würde ich nicht fahren. Nee. Also ganz ehrlich, da hätte ich lieber meinen roten 316. Ist auf jeden Fall ein C63 AMG, soweit ich weiß, umgebaut auf Black Series. Mhm. Aber nicht mit dem 6,3 oder 6,2 Liter Motor, sondern der hat umgebaut auf den 5,5 Liter Motor mit Biturbo. Ach krass, okay. Also auf den Nachfolgermotor. Ja. Gerade vor ein paar Sekunden noch gefragt, fährt wohl 100 auf 200 in 5,2 Sekunden. Boah, was? Echt? Muss man, glaube ich, ganz runter scrollen. Ich glaube, da hat er noch Bilder, wo der... Nee, siehst du, glaube ich, nicht. Aber wie gesagt, man sieht auch hier übrigens die anderen Kollegen, die kennt ihr ja schon aus dem Video mit dem M2. Genau. Ne, mit denen aus der Night Tour. Genau, mit denen bin ich ja durch Oberhausen und so gefahren. Genau, Oberhausen war das. Ja. Aber wie gesagt, auch... Da muss man einfach sagen, komm, auch bei aller Liebe zu BMW, das ist ein geiles Taxi. Das ist ein geiles Taxi. Das ist brutal. Also generell, also... Also da würde ich beim Taxipreis nicht handeln. Das Ding bei einem Black Series ist einfach auch, das sieht einfach so bestialisch, brutal brachial aus, ne? Also so mega krass. Ja. Ja, dann gucken wir uns mal das Video an. Ja, schauen wir mal rein kurz. Mit dem... Das ist hier bei Schenker, ne? Kann das ich wollte gerade sagen, das ist da... Ja, es hört sich auch so brachial an, wie es ausschaut. Nee, Alter, aber wirklich, der hört sich so... Der hört zur Realität auch geil an. Bestialisch krank an. Ja. Also das ist halt V8, ne? So, gucken wir uns nochmal hier das Ganze an. So. Noch ein Video. Zwei kurze gegeben. Ja. Aber hört sich in der Realität noch brachialer an. Ja. Wirklich. Ja, das glaube ich dir. Das ist so geil, ne? Ja. Also, man muss sagen, ich kenne die Jungs ja, das ist ja, wie gesagt, das ist mein bester Kollege und sein kleiner Bruder und alles. Da steckt so viel Liebe im Detail. Mhm. Das sind richtige Benz-Oppas. Ja, nee, schön, auf jeden Fall. Schönes Auto. Ja, kommen wir zum nächsten, würde ich sagen. Ja, Degners Garage, da haben wir nämlich einmal, genau, den Einser. Also, hier sieht man mal wieder... Was man aus einem 1er machen kann, wir haben es ja in diesem Top 5 Video, die besten BMWs für Anfänger, haben wir es zum Beispiel ja auch mal gezeigt, was man aus einem 1er machen kann. Weil bei einem 1er, ne, gibt es mit Abstand die meisten Schürzen. Ja? Ja, mit Abstand. Also wirklich, es gibt einmal die Seriengeschichte, dann gibt es einmal M-Paket. Wobei ich sagen muss, es gibt natürlich für viele Autos viele Schürzen, ja, aber nur wenige, die gut aussehen. Genau, wenige, die gut aussehen und wenige, die... vom BMW selbst kommen. Okay. Beziehungsweise vom Hersteller selbst kommen. Weil du hast jetzt hier, wie gesagt, die Serien-Stoßstange, du hast die M-Stoßstange, du hast die Performance-Stoßstange, plus du hast auch nochmal die Möglichkeit, dann so einen Nachbau vom 1er M-Coupé dann dran zu machen. Also das ist mega krass. Du hast halt vier Möglichkeiten, deinen Wagen zu individualisieren. Im sportlicheren Sinne. Genau. Aber ich wollte gerade sagen, weil eigentlich haben die alle vier, dann hast du ja deine Modern Line und hast ja, du nicht gesehen, ja, ja. Luxury rein. Luxury. Wie die immer sagen, ja. In Bayern. Also wie gesagt, beim Einser hast du da halt wirklich die meisten Möglichkeiten, deinen Wagen zu individualisieren. Du kannst bei der Front auf 1er M-Front gehen, dann kannst du bei den Seitenschwellern gucken, was du machst und dann kannst du hinten gucken. Ich wollte gerade sagen, hinten, du kannst den fett as fuck. Ja, also richtig krass. Richtig also wirklich. Ne? Gehen wir mal jetzt hier rein, gucken wir mal, was er zum Beispiel gemacht hat. Die Dinger in schwarz ist geil, weil dadurch hast du diese Unterbrechungen drin. Genau. Das wirkt halt auch wieder ein bisschen brutaler. Ja. Dann hat er auch was an den Scheinwerfern gemacht. Die Flaps finde ich irgendwie komisch. Ja, ich weiß nicht. Die springen so ins Auge wegen, weil die halt schwarz sind. Ja. Aber gut. Ja. Ist halt schwarz auf weißem Auto. Wer weiß, vielleicht ist das ja auch in Carbon gehalten, nur wir sehen es ja nicht. Das kann auch sein. Hier wurde auch viel mit Schwarz gearbeitet. Ja. Das Dach wurde auch... Schwarz ist generell, schwarz kann man immer viel mit machen. Genau, ja. Genau. Also ist auf jeden Fall eine Farbe, mit der man nichts falsch machen kann. Genau. Ja. Hier sehen wir BBS-Felgen drauf. Das liebe ich ja sowieso, wenn die Reifenbeschriftung drauf haben. Ist schon geil, ne? Ist halt wirklich geil, ja. Muss man sagen. Auch nochmal hier von der Front. Ja, ich glaube, der hat da nichts abgeklebt. Das ist wahrscheinlich sogar so ein böser Blick oder sowas ähnliches, ne? Also, hat auf jeden Fall Eyeliner drauf. Genau, Eyeliner ist da. Ja, jetzt mal hier ein anderer Shot. Ja, cool. Also man merkt auf jeden Fall auch wieder einer, der beim Rausgehen direkt 1 Million Bilder hat. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, Klassiker. Aber gut, wenn man ein schönes Auto fährt, ist es auch normal. Auf jeden Fall. Ja, von meinem Dreier damals auch irgendwie alle 3 Sekunden eins gemacht. Ja. Sogar vom Balkon runter, so einfach, wo der stand. Zack.
Nee, aber echt schön, muss man sagen. Auch so von Fitment ist Fitment auch geil, her. Weil genau, die stehen nämlich genau, die sind genau eben mit der Flügellinie. Ja, definitiv. Sehr schönes Auto. Und hier nochmal von hinten, genau, von hinten haben wir den noch gar nicht gesehen. Auch mit den M-Linien gearbeitet. Mhm. Schön. Ja. Schön. BBS-Felgen drauf. Kann man nichts sagen. Also, das ist ein durchweg schickes Auto. Stimmig. Ja. Passt. Volle Kanone. Schönes Auto. Ab zum nächsten. Und zwar kommen wir mal zum. Der Jinsken. Hakan Yilmaz. Ja. Ja, man sieht hier, er hat anscheinend drei Autos. Einmal E36 328i als Cabrio. Mit Luftfahrwerk. Genau, on air. Ein E46 325 E-Coupé mit Gewindefahrwerk anscheinend oder generell. Static halt. Oder Static halt, ne, Fahrwerk normal. Und ein W211, aber den gucken wir uns jetzt nicht an. Ah, den Dieselbomber? Ne, Dieselbomber muss man nicht sehen. Fangen wir mal mit dem Cabrio an. Hartgefelgen. Ja. Fällt direkt auch ins Auge, die sind selten, also die sieht man echt nicht oft. Ja, vor allem haben die Felgen auch so einen richtig coolen Look, der zu dem Wagen passt. Ja, es hat 90er-Style. Genau, es hat 90er-Style, aber es passt einfach zum Wagen. Weil und es ist auch einer der wenigen Hartgefelgen, die gut aussehen. Es gibt auch welche, genau. Es gibt mehrere, genau. Aber ich finde nicht alle schön. Genau, die sind halt richtig geil. Ja, die sind cool. Die sind mega geil. Vor allem der SE, der ist ja auf Luft, deswegen steht er sowieso tief, wie sonst was. Ja, aber auch viel original belassen, also da wurde da kein Schnickschnack. Original-M-Paket mit den Streben drin. Genau, also kein Schnickschnack. Mhm. Man sieht hier zum Beispiel auch... aber Ringe drauf. Aber er hat zum Beispiel hier noch die Chrom-Nieren drin und so weiter und so fort. Allerdings muss ich sagen, die Chrom-Nieren auf einer dunklen Farbe finde ich auch besser. Ja, das sticht ein bisschen mehr hervor. Ich hatte auf meinem Montreal-Blauen auch Chrom-Nieren drauf. Ja, stimmt. Genau aus diesem Grund. Genau. Weil schwarz geht bei den dunklen unter. Wenn du eine knallige Farbe hast wie Gelb oder Rot, dann mach schwarze. Ja, total. Aber hast du dieses dunkelblau, genau, schwarz. Genau, etwas, was so ein bisschen, so ein bisschen Kontrast mit reinbringt. Ne? Klar, wirkt natürlich nicht ganz so krass sportlich, wirkt eher ein bisschen edler, aber dafür hat er... Aber was er drauf hat, ist, er hat die Lippe drauf. Stimmt. Die Lippe auf einer Originalstoßstange, wie es aussieht. Stimmt. Weil die Strebe haben die Originalstoßstangen. Hier. Also wir reden jetzt hiervon. Genau, die ganzen Nachbauten haben nämlich einfach wie der M3 gar keine drin, aber der Originale hat keine Lippe dran. Genau. Das heißt, er hat die Lippe noch nachträglich wohl dran geklatscht. Ja. Ist nicht schlimm, ist trotzdem gut, keine Frage. Sehr nice, ich finde die Lippe auch eh besser. Ja. Ne, also so ist es nicht. Also ich finde den Wagen so wie er ist richtig geil. Schick, auf jeden Fall. Ah, hier nochmal andere Felgen auf den drauf. Ja. Also mit den Le Mans auch schick. Ja. Auf jeden Fall. Auch der Auspuff passt richtig gut dran. Nur würde ich sagen, aber hier bei den Le Mans hast du halt wieder das Problem, wie du gerade gesagt hast, wenn der Wagen schon dunkel ist vom Lackbild, vom Lack her. Dann hast du halt Felgen, die dann ein bisschen untergehen. Und wobei ich finde, dass hier nicht so krass war, weil der hat immer noch hochglänzendes... Ja, klar. Nee. Dann geht's. Auf jeden Fall, ne? Aber trotzdem, also im Vergleich zu den Hartke, gehen die so ein bisschen unter, muss man ganz klar sagen. Ja. Ich finde aber generell, dass Le Mans eher sowas für E46 und E39 und E38 ist. Bisschen moderner, ja. Ja, weil aber es passt gut, nicht zu 100% so ins... Aber ich finde die trotzdem geil. Ja, also keine auf jeden Fall. Man kann die definitiv fahren, auf jeden Fall, keine Frage. Aber ich finde sie nicht so extrem zeitgemäß wie zum Beispiel... Wie die Hartke. Die Hartke sind geil, ja. Und die BBS RC oder RS. Trotzdem richtig geil. Ja. Kommen wir mal jetzt zum E46 Coupé. Ja, also hier leidet die Qualle natürlich wieder richtig hart. Ja. Aber die Farbe feiere ich so krass ab, ne? Generell rot auf einem E46. Boah. Generell rot. Ich weiß noch damals, E39 wollte ich gerade sagen, damals, wo ich meinen roten E36 geholt habe, da stand hinter meinem E36 ein E39 in Imola Rot 2. Boah, Imola Rot, ne? Und das war ein Facelift, alles. Also der war schön, aber der war mir damals viel zu teuer, aber der ist mir sofort ins Auge gestochen, weil diese Farbe auf einem BMW, das sieht einfach krank aus. Ja. Generell, BMWs sind rot, ne? Das ist halt so, man denkt direkt so zurück an die Zeit E30, M3 und sowas. Sofort. Voll. Das ist so, genau das ist das. Man hat direkt diesen Motorsportbezug, ne? Diese DTM-Geschichte direkt drin. Und weil die Sache ist, Wahnsinn. Ab E36 war es ja immer ein Blauton bei BMW. Genau. Immer Blauton. Ja. Ne? Estoril-Blau und all solche Geschichten. Genau. Auf jeden Fall viele, viele Blautöne. Genau. Die meisten Blautöne, glaube ich, von allen Herstellern überhaupt. Ja. Der hatte auch zum Beispiel E30. Der hatte auch die meisten Blautöne. Ja, aber E30 ist halt in Rot M3, bekannt. Ist halt in Rot bekannt. Genau, als M3 in Schwarz oder Rot. Ja. Es ist halt so. Oh, der Nachtmodus ging an. Genau, der Night Mode ging an. Ja, und was man auch hier direkt wieder sagen muss, ist halt... TFL-Felgen, ne? Mega krass. Ja, kommt halt mega geil, auch die Tiefe hinten kommt richtig Bombe. Ja.
Total. Der sieht halt richtig böse aus. Ja. Hier sehen wir dann einen Facelift übrigens. Ja, auf jeden Fall. Also ich fände ihn jetzt, wie gesagt, als Vor-Facelift doch mal einen Ticken geiler. Wobei in dem Rot mit den CSL-Felgen kommt er als Facelift geiler, finde ich. Ja, okay. Das ist, okay. Ja, dieses Zusammenspiel passt ja, dann wieder. Ja. Weil das sind wiederum moderne Felgen auf dem moderneren, Optik. Aber du musst bedenken, der M3, der sah ja aus wie der Vor-Facelift trotzdem noch. Ja, ja. Weißt du? Aber gut, das ist halt immer so eine Geschmackssache. Natürlich. Ich finde es. Im Endeffekt, beide sind egal. Ja, also total. Egal ob vor oder nach. Ja. Total. Also diese CSL-Felgen, die holen so viel aus dem Wagen raus. Ja. Also, vor allem genau, auch mit der Abstimmung von der Tiefe und allem. Total. Und der Farbe. Auch M6-Felgen zum Beispiel. Ja. Die holen auch sehr, sehr viel. Also, erkennst viel mehr von der Form, viel mehr von den Radkästen und so weiter und so fort. Du verstehst mehr so die Designlinie meiner Meinung nach. Es sieht richtig, richtig cool aus. Ja, da sehen wir es bei Tag. Das sieht schick aus. Ja. Das sieht einfach schick aus. Ja. Auch mit dem Schiebedach, das ist immer dieses typische BMW auf der Lauer. Immer Schiebedach auf Kippen. Genau. Immer nur angehoben. Ja. Das war bei mir auch immer dieses Standardmäßige beim Einsteigen. Ja. Einsteigen, Zündung an. Dach auf, anschneiden, an. Ja. Was ich auch sehr geil finde beim und Facelift. Und ASC aus. Ja, das sowieso. Direkt ASC? Okay, beim E36. Bei mir war ja ASC plus T. Ja, okay. Immer direkt aus. Ja. Niemals anders. Was ich aber richtig geil finde, ne, um jetzt mal auf das Thema E46 Facelift nochmal zurückzukommen. Blinker. Die Blinker sind so geil. Die sind so geil in die Linie eingearbeitet. Volle Kanone. Viel besser als beim E36. Beim E36 sind die wie Fremdkörper. Einfach so. Scheiße, wir müssen gesetzlich irgendwie Blinker einbauen. Ja. Ach, komm hier. Ja. Und beim E46 sind die hingegangen und haben eingebaut. Mit diesem Dreieck und dann in die Linie rein. Genau. Einmal so konstant durch. Und das ist halt so eine Sache, diese Kontinuität. Genau. Ne? Die BMW da wirklich immer durchzieht. Ja. Volle Kanone. Also das sieht so geil aus. Weil, guck mal, wenn du dem Wagen die Tiefe gibst, ne, und du hast halt keinen Freiraum mehr zwischen Reifen und Radkasten, dann zieht sich die Motorhaube immer sehr stark nach unten. Siehst du diese Linie? Ja, die geht so runter. Genau, die geht immer so. Das ist beim E36 schon so gewesen. Das ist beim E39 ganz heftig, wenn man den Tief hat. Und beim E46 sieht man es auch. Beim E36 mussten die das aber machen, wegen Fußgängerschutz. Ja, ich weiß. Das war ja das Problem, was BMW die ganzen Jahre davor hatte. Und deswegen es kein Sharkface mehr gibt. Genau. Weil das Problem war, wenn man mit dem Sharkface, wo ja das nach unten ging, jemand überfahren hat, dann ist der unter das Auto gelandet. Genau. Oder halt, um es mal ganz krass zu sagen, die eine Hälfte ist unter dem Auto gelandet. Genau, die eine Hälfte zum Beispiel, ja. Und deswegen, wegen Fußgängerschutz mussten die das ja machen, dass die Linie nach unten abfällt. Das mussten ja alle Hersteller machen. Ja. Das hat man überall. Ja. Damit man übers Auto fliegt. Ja, aber ich finde, bei BMW sieht es halt mega krass aus. Ja, also, die haben das halt richtig geil umgesetzt. Die setzen das halt so geil um, weil das geht in so einer richtig geilen fließenden Form. Ja, in gerade im E46 Coupé. Voll. Weil ich finde generell, E46 Coupé sowieso eines der schönsten BMW überhaupt. Ja, hier sehen wir nochmal sein Cabrio offen. Cabrio offen, ja. Kommt geil. Auch auf Luft kommt das geil. Ja. Guck mal, das Ding ist halt beim Cabrio, da macht es keinen Unterschied, ob du jetzt... Ja, die Dinger sind eh kackschwer, die sind weich. Genau, eben. Da kannst du auch Luft reinhauen, weil sportlich sind die sowieso nicht im Vergleich zu den anderen. Ja. So, und hier haben wir einmal seine beiden. Aber ich muss sagen, Fahrzeuge. Im Gegensatz zum R, sieht der E46 wie ein X5 aus. Ja, voll, ne? So auf den ersten Blick wie ein X5. Mit den riesen Felgen, aber das ist schon krass, ne? Also was das für einen Unterschied macht, also allein von der Designsprache her, du hast ein leckeres Design, was auch noch, womit du ein bisschen tiefer gehen kannst, okay, wir wohnen. Vielleicht seht ihr den Kleinen hier. Komm mal her, Gretel. Komm mal her. So, Kleiner, was ist hier los? Das ist übrigens unser Bachmo-Kater. Sag mal hallo. Hoppala. Ey, was ist hier los? Kollege, du sollst runter. Ab mit dir. Hallo. Kannst du mal bitte weggehen jetzt hier? So, okay, komm. Fazit noch. Ganz kurz Fazit noch, Fazit, bevor Fazit wir zum nächsten kommen. Haker, beides richtig geile Karren. Choc-Güzel, Bruder, Kuss geht auf dein Auge. Bruder, ich küsse dein Kniekehle für diese Autos. Sehr schön auf jeden Fall. Also, guck mal. Ja. Das Ding ist, also viele Leute, die jetzt zum Beispiel nicht mit dem BMW-Kosmos, also beziehungsweise gar nichts mit dem BMW-Kosmos zu tun haben, aber halt immer so über E36-Fahrer schimpfen, die würden jetzt zum Beispiel ankommen mit Döner-Corvette oder was weiß ich was alles. Aber Hassan-Porsche. Ja, oder Hassan-Porsche, genau. Aber mal ganz im Ernst, wenn man dieses Auto hier sehen würde, so wie es jetzt hier ist, was will man eigentlich sagen? Oder dann lebt man diesen Lifestyle sowieso. Ja. Also nee, mal ganz im Ernst, also sowohl beim E36 als auch beim E46, ja. Mega krass. Schöne Autos.
Okay. Okay. Also, dann kommen wir mal zum guten Herrn Edefix. Also ich lese schon mal Nissan Skyline R33, ich lese schon mal E91, E36, E30. Nett. Also der rastet dezent aus manchmal. Also wenn er ein Auto sieht, dann kauft er das einfach, teilweise. Ja. Ich habe da noch so ein Peugeot stehen. Nur ein Peugeot stehen, also falls du Interesse hast. Ja. Also, kommen wir mal hier zu der absoluten Perle hier vom guten Jonas, und zwar sein E36 Coupé. Wie man direkt sieht, BBS sehr normal. Krass gefegt. Guck mal bitte das Lackbild an, ohne Witz. Also ich kriege auch mehrmals Videos von ihm, ja, wo er mir dann sein Auto zeigt und so. Und was mir sofort auffällt ist, Nabendeckel, Farblicht zum Lack, das ist geil. Das ist ein geiles Detail. Ja, ja, also der Jonas macht da keine halben Sachen. BBS Le Mans, wie man es halt unschwer erkennen kann. Einmal hier. Fehlt noch so ein schön in der Waschbox. Fehlt noch so ein Brazzers-Logo. Ja, er hatte vorher halt einen Nissan R33, also ein GTR R33. Das muss ich noch sehen. Den gucken wir uns gleich an. Aber wir haben auch noch. Ah, hier. Oh, ja, ist er doch schon. Schön mit Flammen am richtiger. Genau. Richtig am Grillen. So schön das Würstchen rein. Ja, ja, ja. Ja, auch ein geiles Ding. Ja, volle Kanone. Also das hat er auch sehr, sehr geil gemacht. Also auch natürlich in diesem geilen JDM-Stil. Ich wollte gerade sagen, das ist wieder was ganz anderes, genau. als man sonst so gewohnt ist. Du merkst halt sofort den Unterschied. Ne? Ja. So bei einer JDM-Kiste, du hast halt... mit diesem dicken Toilettenrohr als Auspuff. genau. Mit den farbigen Felgen. Das ist direkt wieder eine ganz andere Genau. Welt. Genau. Aber geil. Genau. Aber mega geil. Weil es passt. Und es passt. Ja. Genau, das ist das Ding. Man merkt so richtig, ich sag das, was er eigentlich gerade sagen wollte. Wir haben hier auch noch einen Moment. Ich denke mal in seinen Storys hier. Genau, Fahrzeuge. Also haben wir einmal hier. Jetzt mal deine ehrliche Meinung. Wie viel PS hat der Edefix auf Drehbuch gebracht? Ja. Fünf. Fünf. aber 5 PS? 5 PS sind realistisch für einen Sticker. Ja. Also jeder, der sagt, dass die Sticker 10 bringen, der labert Müll. Auf jeden Fall. 5 ist aber realistisch. Ja, also das Bild von gerade. Genau. Und hier haben wir einmal den Wagen von der Doriline. Das ist seine Freundin. Mhm. Ja. Die ist auch sehr aktiv am Supporten. Und die beiden haben den E30 hier aufgebaut und der ist auch sehr, sehr geil, muss man sagen. Und hier auch sein Wagen nochmal. Ja. Arschgeleckt. Nice. Auch geil, ja. Der Lippe, auch die große Lippe, ne? Nicht diese Standard-Nachbaulippe, sondern. Genau. Ist dann diese, wie heißt die, Velocity-Lippe? Velocity-Lippe, ja. Velocity. Das ist der Velocity-Lippe, oder nicht? Aus der Velostadt. Ja, aber guck mal, hier auch wieder schön original. Styling 5, die Originalen, ja. Genau. Dann noch hier Kampfhund. Genau. So, okay, wir müssen jetzt hier keine privaten Sachen zeigen. Genau. Aber, nee, also Jonas, der macht schon echt geile Sachen mit der Dori und. Also bei Autos. Ich meine natürlich im Autobereich. In Sachen so, Auto. Oh mein Gott. Das haben jetzt so richtig trocken, weil du meintest ja halt wirklich einfach nur so, ja, mach geile Sachen mit der so. Ja, in Sachen Autos. Oh mein Gott. Okay, es war nicht so gemeint, wie sich das angehört hat. Aber die Location passt auch gerade. Guck mal, im Bumschuppen. Geile Sachen mit der Dori im Bumschuppen. Bumschuppen. Oh mein Gott. Alter. Das wird ja immer schlimmer hier, Alter. Was ist hier los? Sorry, Bruder, aber was soll ich machen? Okay, weiter geht's. Alter. Boah. So. Jo, und dann kommen wir zur guten Sophia. Die ist eine Supporterin schon seit langem von uns und auch immer sehr heftig mit dabei, wenn es um Bavmo-Support geht. Gucken wir mal rein. Da sehen wir einmal die Competition-Felgen. Mhm. Ja. Ist was Seltenes auf einem Einsatz. Auf jeden Fall. Sieht auch sehr geil aus, muss ich sagen. Ne? Stimmig. Nee, also wirklich, jetzt mal ernsthaft. Also das habe ich so noch nie gesehen. Also diese Art von Felgen, sage ich jetzt mal. Ne? Auf einem Einser. Ja. Schon nice, muss man sagen. Und, ach hier einmal im Winter-Mode. Okay. Wer möchte gerne seine Sommerräder im Winter fahren? Niemand, also von daher. Ja, ja gut, es gibt ja auch Leute, die wechseln einfach das Auto. Ja, gut. Ja, natürlich, die gibt's auch. Nein. Ja. Also, ist an sich sehr schick, also sehr schwarz gehalten. Ja, sehr schwarz. Aber das Thema schwarz ist auch bei ihr selbst so ein Ding, ne? Ja. Gangster.
Und hier sehen wir mal einen Shot von ihr, vor ihrem Auto. Dann siehst du halt auch direkt wieder, ne? Klassischer Frauenshot. Klassischer Frauenshot. Aber cool, muss ich sagen. Ne? Auch die Felgen im Hintergrund. Also guck mal, die Felgen passen. Voll, ne? Da siehst du erst so richtig so, wie groß die Felgen eigentlich sind, aber trotzdem. Nicht zu überdimensioniert. Genau, für den Einser sind. Ja. Genau. Also für den Einser sind die einfach perfekt, so, meiner Meinung nach. Also von der Größe her und so, von der Optik her. Wenn man jetzt nicht auf diese Tiefbettgeschichte steht, ist das schon ganz cool. Ja, und die Sophia an sich auch sehr, sehr sympathisch, muss man sagen. Hier auch nochmal. Auch mit dem Rauch. Mit Rauch kann man immer gut spielen. Aber hier sieht man auch wieder, ne, also sehr gepflegt. Ne? Lackbild sieht sehr schön aus. Felgen passen wirklich super top. Gucken wir mal hier rein. Ah, von innen. Bei Valentine, okay. Ah, hat die im Auto dann was geschenkt? No. Oh, warte mal, gehen wir zurück. Schraubt selbst? Ja, anscheinend. Ja, okay, Räder drauf. Aber immerhin, immerhin. Ich wollte gerade sagen, es gibt Typen, die kriegen noch nicht mal eine Radschraube raus. Ey, ich sag mal so. Ich habe bei BMW meine Lehre gemacht. Ja. Ich habe Menschen gesehen, Typen gesehen, die konnten nicht mal Luft prüfen. Ja. Also es gibt alles. Ja. Ja. Na, hier von einem anderen BMW. Genau. Da hier vor einem M2. Ja, da ist er mal kurz fremdgegangen. Aber von einem Competition immerhin. Im Competition wissen wir ja selber. Brachiales Auto. Nee, also ich muss wirklich sagen, sehr, sehr schönes Auto. Ja. Also sehr gepflegt vor allem. Ja. Ne? Nicht wirklich viel gemacht, aber genug. Nee, aber es reicht ja schon. Ja. Das reicht schicke ja schon Fällen vollkommen. Und so, ja. Und das ist es halt, ne? Wenn du halt. Man muss ja auch manchmal auch mehr. Ich wollte gerade sagen, genau, man muss nicht immer mega viel machen und irgendwie 1 Million Sachen. Es reicht auch schon, wenn man halt dezent tiefer geht und einfach nice Felgen drauf knallt. Genau. Und Bilder wie die hier macht. Die sind auch ganz cool, ja. Nee, schön auf jeden Fall. Also echt nice. Ja, Sophia, dann würden wir sagen, wer der guten Sophia folgen möchte, kann ja hier auf Bimmergirl unterstrich Sophia. Nicht Punkt. nicht Punkt. Ihr gerne folgen. Sehr sympathische junge Dame. Und ich würde sagen, damit sind wir auch am Ende angekommen. Was haben wir noch zu verkünden? Der Red Winter. Genau. Der Red Winter startet nämlich, oder ist eigentlich schon gestartet, nur die ganz heftigen Videos, die gibt es jetzt ab Dezember. Das heißt, im Dezember werden wir wahrscheinlich auch mehrmals die Woche, wenn wir es schaffen, Videos hochladen. Muss natürlich immer zeitlich klappen. Genau, muss halt zeitlich auch klappen. Manchmal kommt auch ein bisschen was dazwischen, aber ist auch egal. Jedenfalls wollten wir es euch nur sagen, dass der Red Winter jetzt beginnt und die ganz, ganz krassen Videos, die ihr euch gewünscht habt, wie zum Beispiel, was läuft falsch bei BMW Teil 2 und so weiter und so fort, oder BMWs, die keiner kennt, Teil 3, Teil 4, Teil 5. Was? Ja. Die könnten dann auf jeden Fall folgen. Und seid gespannt. Und noch eine Sache, bevor wir uns jetzt hier verabschieden. Und zwar, wer bei diesem Format mitmachen möchte, der kann ja gerne auf Instagram einfach Bachmo eingeben und suchen und folgen. Wir werden dann natürlich wieder Stories machen oder halt auch einen Post machen, wenn wir wieder eine neue Folge Bachmo reagiert aufnehmen sollten. Deswegen, folgt uns und seid immer auf dem neuesten Stand. Und vergesst Kartell nicht, vergesst unsere Poster nicht. Falls ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, könnt ihr gerne ein oder mehrere Poster bestellen und jemand anderen auch glücklich machen. Ja. Und ja, ich würde sagen, damit vergesst Discord nicht. Genau, vergesst Discord nicht. Ja. Ich würde sagen, damit sind wir am Ende angekommen und wir bedanken uns fürs freundliche Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal, eure Barbo Crew. Der Edelfix, der geile Dinger mit der Dori mal in den Bumschuppen, Alter.